Hallo, willkommen bei Technikzimmer. Ich bin der René und das ist die Samsung Galaxy Watch 4. Falls ihr das Unboxing bei mir noch nicht gesehen habt, dann schaut da vorbei, da seht ihr die ersten Eindrücke von mir. Aber reden wir noch etwas über das Design der Nicht-Classic-Variante. Schlicht. Das ist das erste Wort, welches mir in den Sinn kommt, wenn ich die Watch sehe. Sie sieht halt einfach nice und schlicht aus. Gut verarbeitetes Material, vom seitlichen Aluminium bis zum Corning Gorilla Glass DX Plus, fühlt sich alles sehr gut verarbeitet an. Die aus umweltfreundlichen TPU hergestellten Armbänder fühlen sich sehr gut und sicher auf der Haut an. Die Uhr kann auffallen und gleichzeitig dezent sein. Alles in allem ein gutes Design. Nun denn, kommen wir zur nächsten guten Eigenschaft. Wenn ich hier auch ein Wort finden müsste, dann wäre dieses hell. Man kann die Uhr auch im direkten Sonnenlicht sehr gut ablesen. Die Auflösung vom Display ist auch ausreichend scharf, sodass man keine einzelnen Pixel mehr erkennen kann. Die automatische Helligkeitsregulierung hat hier auch gut funktioniert. Das ist aber auch wichtig, denn so muss man die Watch 4 gar nicht mehr auf volle Lotte stellen, welches mich auch schon zu einem Negativpunkt bringt, nämlich dem Akku. Die Uhr hält nämlich nur einen Tag durch, mit Glück anderthalb, das ist nun wirklich nicht gut. Ich habe somit nie wirklich die Schlaffunktion testen können, da ich die Uhr nachts immer aufladen musste. Und wenn man am Morgen nach dem Laden die Uhr angelegt hat und nach dem Frühstück auf die Uhr guckt, ist schon ein riesen Batzen Akku verbraucht. Das ist echt schade. Aber gut, Samsung kann auch was Negatives in Positives umwandeln. Die Performance. Da muss ich sagen, die war wirklich nicht gut am Anfang. Ein Stottern hier, ein Stottern da und lange Ladezeiten. Aber zwei Updates später läuft es bei weitem flüssiger. Nicht falsch verstehen, es stottert ab und zu immer noch. Aber es ist bei weitem besser als die langen Ladezeiten oder das ganze Stottern davor. Und jetzt ist die Uhr ganz schön flott unterwegs. Das bedeutet aber auch, dass ich Potenzial darin sehe, dass die Uhr durch weitere Updates noch besser wird. Kommen wir mal zu dem ganzen Schnickschnack, nämlich die Features. Beschleunigungssensor, Lagesensor, Barometer, Umgebungslichtsensor, Kompass, Gyrosensor, Samsung Bioactive Sensor. Viele, viele Sensoren, welche echt gute Arbeit leisten. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem. EKG und Co. kann nur mit einem Samsung-Gerät benutzt werden, wo sich mir die Frage stellt, warum? Somit fallen die coolsten Features der Uhr einfach flach. Ich kann sie nicht nutzen, denn ich habe ja kein Samsung-Gerät. Und mit Apple-Geräten klappt die Kopplung sogar gar nicht. Nothing, nada. Ach, Samsung. Naja, Wear OS funktioniert super mit der Samsung eigenen Oberfläche One UI Watch 3.0. Und die Google Play Store Anwendung macht es dir möglich, deine Uhr nach deinem Geschmack zu personalisieren. Die Personalisierung ist auch auf dem Smartphone möglich und sogar ein wenig angenehmer als auf der Uhr, was aber klar ist, da das Display auf der Uhr natürlich von der Größe limitiert ist. Kommen wir mal zu einem Fazit. Eine gute Uhr, die leider durch den Akku und die softwareseitige Abschottung durch Samsung leider nicht die perfekte Android-Uhr ist. Aber hey, wenn du ein Samsung-Smartphone besitzt, kann die Uhr einiges und bekommt von mir auch eine Empfehlung. Aber für alle anderen wird es eine schwierige Sache, die Uhr für den Kauf interessant zu machen. Denn 279 Euro sind nicht wenig für die Uhr. Aber gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.